Erfolgreich, der Fantasy-Podcast. Heute hat Richard einen eher unfreiwilligen Gast. André Sturmbrecher ist gefeuert worden. Wie es dazu kam und was seine besondere Fähigkeit damit zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wilmp. Ich bin Richard Groß und ich habe diesmal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin André Sturmbrecher. Was möchtest du denn eigentlich wissen? Wo du herkommst, was du so gemacht hast, so einfach so ein bisschen was von deiner Person. Ganz kurz für die Zuhörenden noch, André heißt nicht wirklich André, wir haben uns einen Decknamen überlegt, einfach weil er über Sachen reden möchte, wo er jetzt nicht öffentlich erkannt werden will. Ja, okay. Also ich komme aus Dresden und da bin ich aufgewachsen und ja, etwa seit einem Jahr bin ich jetzt hier in der Stadt und habe als Schankwirt gearbeitet und jetzt gerade nicht mehr. Okay, da kommen wir gleich zu. Aus Dresden sagst du, also im Osten von der Faldra. Nordosten, ja. Ja, da wo es ein bisschen kälter ist. Genau. Also da kommen deine Eltern auch her. Ja, genau. Also, naja, was heißt, meine Eltern kommen daher? Meine Mutter kommt daher, sie ist Bäuerin dort vor Ort und meinen Vater habe ich ehrlich gesagt nicht kennengelernt. Da ist wohl irgendwas passiert, aber meine Mutter will da nicht so wirklich drüber reden. Wie sieht's jetzt hier aus? Hast du hier selbst eine Familie gegründet oder bist du alleine? Ich bin alleine, nee. Ich bin erst seit einem Jahr hier in der Stadt angekommen und ich habe als Schankwirt gearbeitet, hatte ich ja schon gesagt, bei Hofe tatsächlich sogar und da bin ich jetzt aber leider gerade nicht mehr. Wieso bist du dann überhaupt noch in Dornheim? Naja, also da bin ich jetzt gerade nicht mehr, meine ich, seit heute nicht mehr. Ah, okay, also es ist gerade das passiert. Ja gut, das tut mir natürlich leid. Was ist denn passiert? Kannst du das irgendwie grob erzählen, wieso du jetzt nicht mehr arbeiten kannst? Ach ja, was passiert? Ja, also als Schankwirt, da hört man ja ab und zu Dinge und normalerweise schweigt man auch darüber, aber manchmal, wenn die Leute einen sehen, dann glauben sie einem das nicht, dass man die Klappe halten kann. Und ja, ich habe dann halt so ein Gespräch belauscht bei Hofe. Ich glaube, das war der eigentlich ausschlaggebende Grund. Allerdings, ich hatte da auch mit einer Hofdame so ein kleines Techtelmechtel, sag ich mal, und woher sollte ich denn wissen, dass die verheiratet ist? Ja, gut, das kann natürlich passieren. Als Schankwirt am Hof so, wie lange hast du das gemacht? Ja, wie gesagt, ungefähr das letzte Jahr, also das ist ja jetzt anonym, jetzt kann ich ja vielleicht auch kurz ein bisschen drüber reden. Also den Job habe ich eigentlich bekommen, weil ich ich habe so ein bisschen so eine Gabe, sag ich mal. Also ich kann sehr leicht Dinge kalt machen. Das ist, glaube ich, so kann man es am besten beschreiben. Und das fanden die bei Hofe natürlich sehr angenehm, dass man da jetzt nicht irgendwie erst Eis vom Berg runterholen musste oder sowas, sondern mir einfach nur das Glas in die Hand drücken musste. Ja, wie, du machst Dinge kalt? Also du nimmst das in die Hand und dann kühlt es runter, oder was? Ja, also ich kann das schon einigermaßen, also meistens kann ich das steuern, ja, also ich könnte das jetzt auch hier machen, irgendwie, wenn du möchtest, dass ich dein Bier einfriere oder sowas, dann kann ich das machen, ja, tatsächlich, so klappt das wohl. Ja, zeig mal, also einfach mal. Reich mal rüber, danke. Schau mal, also wenn ich das jetzt so halte, siehst du das, kristallisiert so ein bisschen von unten nach oben und zack, jetzt guck mal, jetzt ist es komplett gefroren oben, auch der Schaum ist so ein bisschen fest geworden. Oh, das ging ja schnell. Okay, ja. Aber das hast du unter Kontrolle. Also es passiert jetzt nicht, dass du jemandem die Hand schüttelst und auf einmal fällt sie ihm ab, weil sie erfroren ist. Also das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, wobei, ich sag's mal so, wenn ich jetzt wirklich aufgeregt bin, dann kann das schon mal sein, dass ich das nicht so hundertprozentig unter Kontrolle habe. Also ich hatte jetzt noch nicht die Situation, dass ich jemandem die Hand eingefroren habe oder so, aber ich habe mal versehentlich, weil ich mich erschrocken habe, den Brunnen im Innenhof komplett einfrieren lassen. So schockartig war das Ding auf einmal steinhart. Dann bin ich einfach schnell weggegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was danach passiert ist. Das ist ein bisschen schief gegangen.
Okay, also du hast es nicht immer ganz unter Kontrolle. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Musstest du das denn lernen, das irgendwie in den Griff zu bekommen? Oder war das irgendwie... Also ja, war du das meinst, so wann das erste Mal passiert ist oder ja, also, dass ich das konnte? Ja. Gelernt würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin vor... ein paar Jahre ist es schon her. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange... Da bin ich in so einen Eissturm reingeraten und... Ja, irgendwie in dem Eissturm, ehrlich gesagt, ich wäre fast gestorben. Es war fürchterlich kalt und ich bin auch irgendwann bewusstlos geworden. Und als ich wieder wach war, naja, da war das plötzlich da. Ich habe das Gefühl gehabt, vorher noch irgendwelche Geräusche gehört zu haben, so fürchterliche Geräusche aus der Ferne, die irgendwo in dem Nebel da verschwunden waren. Aber naja, gut, man hört wahrscheinlich viel, wenn man kurz vorm Sterben ist. Mhm. Ja, und dann war das plötzlich da. Also als ich dann am nächsten Tag wieder zu Hause war, wollte ich mir die, wollte ich mir eigentlich warme Füße bereiten und habe deswegen ein bisschen Wasser aufgekocht. Und als ich es dann in das Becken reingepackt habe und meine Füße hinterhergestellt habe, dann waren die plötzlich in einem Eisblock gefangen. Okay, also das funktioniert auch über die Füße und nicht nur über die Hände. Ehrlich gesagt, das habe ich noch gar nicht so sehr getestet. Also ja, offensichtlich geht es auch über meine Füße und ja, über meine Hände. Ob ich das noch mit anderen Körperteilen kann? Also ich habe noch nie versucht, einem Fluss irgendwie mit einem Kopfstoß zu verpassen oder sowas und den einzufrieren. Ja, ist interessant, weil das heißt halt, dass irgendwie diese Kraft aus dem ganzen Körper irgendwie rauskommt. Das ist ja spannend. Ja, also meistens ist es eher gruselig. Aber ja, wenn du das sagst. Das glaube ich. Was hast du denn davor gemacht, also bevor du diese Fähigkeit hattest? Ich habe ganz normal auf dem Bauernhof mitgearbeitet. Also meine Mutter hatte da eigentlich immer was zu tun. Wir hatten ein bisschen Vieh da, vor allem eigentlich Schafe und ja, was habe ich dann so gemacht? Ich hab mich halt um die Schafe gekümmert und sowas und sonst ja Holz gehackt, was man so macht auf dem Bauernhof, ne? Wieso bist du dann da weg? Also hatte das auch mit deiner, ich sag mal, Fähigkeit zu tun? Das und ich bin sozusagen wie so eine Art Fettnäpfchen-Magnet. Immer wenn ich eins finde, trete ich rein. Das ist keine Ahnung, das hängt mir schon ewig an. Ich bin der totale Pechvogel. Und naja, gut, dann bin ich halt in so ein paar blöde Situationen irgendwie reingeraten und hatte hinterher Krach mit ja, mehreren Männern aus meinem Dorf, die so etwa in meinem Alter sind oder leicht drüber. Und naja, ich bin jetzt noch nicht so alt. Die Leute in meinem Alter, die neigen halt manchmal zur Gewalt, wenn sie sich mit Worten nicht wehren können. Und irgendwie wurde mir das da ein bisschen zu heikel. Und dann dachte ich, oh, ich suche mal vielleicht ein bisschen die Ferne auf, um ein bisschen naja, Ruhe reinzubringen. Ja, Zeit heilt ja Wunden. Ja gut, aber seitdem bin ich noch nicht wieder zu Hause gewesen. Du bist also quasi einfach von Friesen nach Dornheim geflohen. Ja, so kann man das sagen. Naja gut, und weil meine Mutter mich rausgeschmissen hat, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu persönlich. Okay, und dann ist dann hier irgendeinem Adligen dann also seine Fähigkeit aufgefallen und der meinte dann, ja komm, das können wir doch irgendwie gebrauchen. Ja genau, also ich war unten auf dem Markt unterwegs und ja, habe eigentlich angefragt bei den verschiedenen Gaststätten, die es dort so in der Umgebung gab, ob die noch jemanden brauchen, der da irgendwie arbeiten kann, weil ehrlich gesagt, ich habe zwar keine Ahnung gehabt zu dem Zeitpunkt davon, wie man überhaupt mit Gästen umgeht, aber ich dachte, das ist so das, was ich am ehesten vielleicht in der Stadt irgendwie machen kann, weil ich auch wirklich keine Ahnung von Handel oder sonst irgendwas habe. Und wie will man sonst in der Stadt sein Geld verdienen? Ja, und dann hatte ich gerade so ein, zwei Tage in so einer Kneipe gearbeitet, ja, und dann kam da halt irgendwie so ein Typ rein mit relativ schmucker Kleidung. Und als ich ihm dann das Getränk hinstellte und naja, eigentlich seiner Begleitung zuzwinkerte und dabei versehentlich sein Getränk halb einfror, da war er doch sehr überrascht und tatsächlich auch nicht so negativ angetan wie von dem, was ich da eigentlich gerade dummerweise mal wieder getan hatte. Und meinte, hey, vielleicht können wir jemanden mit deinen Fähigkeiten gebrauchen. Und dann dachte ich, ja gut, der Mann scheint Geld zu haben und das ist genau das, wonach ich suche. Du wurdest also quasi entdeckt. Ja, Zufallsfund, glaube ich, würde man das nennen. Ne? Und wie fühlt sich das, hat sich das dann so angefühlt, in diesem Bereich zu arbeiten? Weil ich habe, also für mich klingt das so, als würdest du da so ein bisschen dich selber unter Wert verkaufen, weil das ist ja schon eine starke Fähigkeit und die jetzt einfach nur zu benutzen, um Getränke kalt zu machen, ist doch irgendwie verschwendet, oder? Naja, aber ich habe jetzt noch nichts gefunden, womit ich da irgendwie sinnvoll was mitmachen kann. Hast du eine Idee? Also ich meine, es ist ja auch gar nicht das, was ich will. Also ich will, bis jetzt war es meistens so, dass mich das eher in Verlegenheit gebracht hat, in blöde Situationen. Ja, okay, das hat dafür gesorgt, dass ich diesen Job bekommen habe, aber es hat auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich den Job wieder verloren habe. Und ja, ich habe damit einfach Pech und das ist halt auch, mein Zukunftswunsch ist jetzt nicht Schankwirt zu sein oder sowas. Ich will eigentlich eher so,
weißt du, wenn ich es mir so aussuchen könnte, dann würde ich einfach gerne mal irgendwann in so einer glänzenden Ritterrüstung auf so einem Pferd sitzen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und wie man sowas wird, aber ne, das ist irgendwie so ein Traum, den ich seit Kindheitstagen verfolge, aber ich krieg's einfach nicht umgesetzt. Ja, das, ich sag mal, Ritter werden ist natürlich schwierig, weil dafür bräuchtest du dann ja doch irgendwie einen Adelstitel oder so. Aber Soldat wäre doch was, ich weiß halt nicht, ob man da nicht deine Fähigkeiten nicht vielleicht auch gebrauchen könnte. Ja, vielleicht, aber ehrlich gesagt hatte ich bis jetzt einfach, also auf dem Bauernhof damals gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Soldaten oder sonst was, weil da waren einfach nie welche. Es gab aber auch nie irgendwelche Vorfälle. Ne? Wir hatten ja noch nicht mal irgendwie eine eigene Dorfgarde oder sowas. Da war einfach keine Art von Schutzmenschen unterwegs. Und ja, hier in der Stadt hatte ich eher so immer das Gefühl, wenn ich die Soldaten gesehen habe, dass die so grimmig aussahen, dass ich gar nicht erst mit denen sprechen sollte, bevor die mir einfach eine drüber ziehen, weil ich da so lumpig vor denen herlaufe. Ja, die Soldaten sind etwas hart. Die Stadtwache ist ganz nett dafür. Die sind sehr entspannt irgendwie. Aber ja, die Soldaten. Du meinst, da sollte ich mal anfragen, ob die einen Job für mich haben, aber was soll ich denn erzählen? Ja, bei der Stadtwache wüsste ich jetzt auch nicht. Bei Soldaten hätte ich halt irgendwie gedacht, ja, weiß ich nicht, im Zweifelsfall, und ja, wenn es darum geht, irgendwie auf dem Weg die Vorräte frisch zu halten oder so. Ja, gut, das könnte ich vielleicht. Ich meine, ich habe es ehrlich gesagt ja wirklich noch nicht versucht. Vielleicht kann ich auch, was weiß ich, irgendwie dafür sorgen, dass irgendwo mal so eine Eisscholle über dem Bach drüber geht, dass man da dann mit der Kutsche drüber fahren oder so kann. Ich weiß es nicht, vielleicht kann ich sowas. Das habe ich einfach noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Also du hast die Grenzen deiner Fähigkeit noch nicht ausgetestet? Nein, ich habe viel zu viel Schiss, dass das fürchterlich schief geht. Stell dir mal vor, ich versuche da irgendwie einfach nur so einen Meter Wasser einzufrieren oder sowas und hinterher mache ich den ganzen Bach platt und der taut erstmal ein halbes Jahr nicht mehr auf. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange das hält. Also Kontrolle hast du da auch nicht in dem Maße drüber, dass du dir da sicher wärst, irgendwie, wenn du damit umgehst? Wenn ich mich voll darauf konzentrieren kann, dann kriege ich das hin, langsam die Temperatur von Dingen, also oder auch schnell die Temperatur von Dingen auf die Gradzahl ungefähr zu bringen, die ich haben möchte. Also so, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine gute Temperatur für ein Getränk oder sowas, aber Dinge einfach so Schock einzufrieren, habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich probiert. Hinterher klappt das noch. Das, also bei den falschen Dingen wie Hände, was du am Anfang angesprochen hast oder so. Weiß ich nicht, vielleicht sollte ich das einfach mal ein bisschen üben, aber so, ich müsste mir das ja auch alles alleine beibringen und ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, wen ich fragen könnte, der mir da helfen könnte. Ich weiß nicht, gibt es hier in der Stadt vielleicht so jemanden, der sich mit sowas auskennt, dass ich da fragen könnte, ob ich da in die Lehre gehen könnte? Einfach, also wenn es alleine dafür ist, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle über mich selbst hätte. Direkt Leute mit solchen Fähigkeiten kenne ich, also die jetzt auch jemandem beibringen könnten, damit umzugehen, kenne ich jetzt so nicht. Aber es gibt natürlich die Universität, die stark in diesen Bereichen forscht. Ich glaube, es gibt da auch ein oder zwei Forscher, die gezielt nach Menschen mit Fähigkeiten suchen, um dann halt da mal ein paar Tests mitzumachen und zu gucken, woher diese Fähigkeiten kommen. Also da könnte man vielleicht mal eine kleine, da könnte ich vielleicht mal einen Kontakt herstellen, wenn das hilft. Okay, so habe ich das noch nie gesehen. Bei Universität habe ich immer nur gedacht, da sind die ganzen schlauen Leute und ganz ehrlich, da gehöre ich nun wirklich nicht hin. Ja, du wärst ja auch nur das Versuchsobjekt. Ja, ja, okay. So gesehen, das klingt zwar irgendwie auch ein bisschen gefährlich, aber naja gut, zumindest wüssten die Leute dann, worauf sie sich einlassen, ne? Ja, ich glaube, die wissen schon ganz gut, was sie da tun. Also wer, wenn nicht die? Soweit habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Meine geistigen Fähigkeiten sind vielleicht für solche Ideen auch einfach zu eingeschränkt, ich weiß es nicht. Bist du denn, seit du jetzt hier wohnst, öfter mal aufgefallen anderen Leuten vielleicht auch, ja, egal ob jetzt positiv oder negativ mit deinen Fähigkeiten? Also die meiste Zeit habe ich eigentlich jetzt bei Hofe verbracht. Da gab es Unterkünfte in der direkten Umgebung. Also jetzt natürlich nicht damit auf dem Gelände, aber so, dass man praktisch eigentlich nur durch die Dienstbotentür durchgehen musste. Und da war immer so viel zu tun von morgens bis abends, dass ich eigentlich meistens da war. Also in der Stadt war ich gar nicht so viel unterwegs, deswegen konnte ich hier nicht vielen auffallen. Oben bei Hofe wussten es eine Handvoll Leute, dass ich das konnte, aber meistens sollte ich dann auch einfach, weil ich keinen verschrecken sollte, aus der Küche heraus arbeiten und dann haben sie mir die ganzen Getränke gebracht und ich habe mich darum gekümmert oder ich habe einfach gleich bei den Getränken gearbeitet direkt. Also bis auf vielleicht 2-3 Leute vom Personal, mit denen ich ab und zu mal gesprochen hatte und 2-3 Leuten dann halt von bei Hofe selbst, wusste das glaube ich kaum einer. Du konntest es also auch dann, ja einfach weil du sowieso nicht so viel unterwegs warst, dann auch gut geheim halten.
Hättest du denn jetzt Angst gehabt, wenn du jetzt irgendwie mehr in der Stadt irgendwie unterwegs gewesen wärst, dass dir da ein Missgeschick passiert und dir das dann auffällt? Oder glaubst du, du hast das so weit unter Kontrolle, dass da eigentlich nichts passiert? Also eigentlich, ich glaube nicht, dass jetzt einfach sowas, ja gut, okay, das mit dem Brunnen damals, ne, aber da ist ja keiner zu Schaden gekommen. Ja, also eigentlich glaube ich nicht, dass wirklich was passiert. Ich denke schon, dass ich das so weit kontrollieren kann, allerdings ich weiß, dass ich es halt am schlechtesten unter Kontrolle habe, wenn ich extrem überrascht werde oder wenn ich sehr emotional bin. Also so ein Teil der Geschichte, warum ich jetzt bei Hof nicht mehr arbeiten kann, ist halt auch, weil ich dieser Hofdame eine ziemliche Blasenentzündung verpasst habe. Du meinst beim... Ja, okay. Ja, genau dabei. Das fand die gar nicht lustig. Und ja, das waren so die Momente, wo ich eher schlecht unter Kontrolle war, ne? Also wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Okay, gut, das heißt, die Fähigkeit wirkt sich also nicht nur auf Hände und Füße aus? Nee, ach so, ja, okay, so weit wollte ich vorhin nicht gehen, aber ja, das stimmt wohl. Also jetzt abgesehen vielleicht von der Blasenentzündung, so, ne, hat die Dame sich währenddessen geäußert, wie sie das so fand? Ja, also am Anfang hat sie so zum Spaß... irgendwas erzählt von wegen Zauberstab, das war dann hinterher nicht mehr so lustig anscheinend. Wie hat sie sich geäußert? Also nein, eigentlich war es die meiste Zeit war es ganz gut, bis es mir dann zu gut gefallen hat, drücke ich das mal so diplomatisch aus. Okay. Ja, und dann, wurde ihr wohl anscheinend ein bisschen unangenehm kalt. Ja. Also jetzt nicht so, dass sie, also sie hatte halt eine Blasenentzündung, ich habe sie jetzt nicht verletzt oder so. Aber anscheinend ist zumindest irgendwas passiert. Ah. Und ich schätze, ich war daran schuld. Ja, ich merke, dass diese Fähigkeit einen auf jeden Fall belasten kann. Ja, also vor allem, wenn man so ein Pechvogel ist wie ich, dann ist das wirklich mehr Fluch als Segen. Also ich habe es zumindest noch nie so gesehen, als dass ich mich jetzt wirklich beglückt dadurch fühle, dass ich es habe. Aber du meinst, du warst doch vorher schon nicht ganz vom Glück verfolgt oder ist das erst, seit du diese Fähigkeit hast? Naja, also die Fettnäpfchen habe ich ja vorher auch schon gefunden. Nur jetzt ist es halt auch manchmal noch so, dass diese Situationen auch noch irgendwie besonders blöd enden, weil ich dann, was weiß ich, wenn ich jetzt erschreckt werde, okay, dann passiert mal sowas wie das mit dem Brunnen, okay. Es ist mir auch schon mal passiert, also ich kam aus der Kneipe, ich hatte einiges getrunken und dann waren da irgendwie so ein paar Halbstarke und die, die waren halt irgendwie auf Stress aus und der eine, der hat dann nach mir geschlagen und er hat auch getroffen. Das Doofe war nur in dem Moment, wo er mich am Wangenknochen, ja okay, jetzt kommt schon wieder so ein Punkt dazu, aber er hat mich am Wangenknochen erwischt und ich hörte nur, wie seine Finger knackten und als er die Hand weggezogen hat, da war so ein Eisfilm über seine Handfläche drüber und wahrscheinlich hat er sich auch irgendwie einen Finger gebrochen, das weiß ich nicht ganz genau, also naja, irgendwie habe ich ihm, Mist, jetzt habe ich doch jemandem die Hand eingefroren. Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht, oh Gott, ey, diese Alkoholerinnerung. Ja gut, aber es ist jetzt ja auch, also du hast ja nicht durchgefroren wahrscheinlich, sondern erst nur so angefroren. Nein, also das ist jetzt nicht abgefallen oder sowas, es war auch jetzt nicht blau oder sowas, aber so wie so ein Frostfilm über einer Wiese, ne? Das hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen. So sah seine Hand in dem Moment aus, wo er mich getroffen hat. Gut, aber die hatten dich jetzt nicht angegriffen, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass du diese Fähigkeit hast, sondern einfach so gerade Stress machen wollten. Ja, genau. Und weil ich wohl versehentlich mit einer Freundin von einem der Typen geflirtet habe. Aber das wusste ich halt auch nicht, ne? Also die waren draußen und als die wieder reinkamen, sahen sie mich da mit der Dame und dann habe ich einfach Abstand gehalten. Und naja, als ich dann eine Stunde später gehen wollte, da haben sie mich dann verfolgt. Mhm. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe nur mit der gesprochen, ganz ehrlich. Ich habe bei den Damen einfach kein Glück. Ja, wobei, ne, bis zu einem gewissen Punkt geht's dir dann doch. Zumindest bei der Frau im Hofe. Ja, okay, aber auch das führt ja wieder zu Stress, ne? Und dann war's das schon wieder mit meinem Job. Ja, ist natürlich doof. Und einfach mal insgesamt vielleicht sich bei der Damenauswahl mehr zurückhalten, ist jetzt noch keine Option für dich, oder? Was heißt zurückhalten? Soll ich jetzt mit keiner Frau mehr sprechen deswegen? Also gut, okay, es geht ja meistens irgendwie was schief mit bei mir, aber ich meine, irgendwann muss ich doch auch mal Glück haben und mal die richtige finden, oder? Ja, aber so wie du es erzählst, ist ja schon so, dass du jetzt, ich sag mal jetzt nicht sehr selektiv auf die Damenwelt zugehst.
Also sollte ich vielleicht besser aufpassen, wen ich anspreche oder, aber zum wo Beispiel. Soll ich denn sonst Frauen ansprechen? Ich kenne mich doch hier nicht aus in der Stadt, ich weiß nicht, wie das hier läuft. Ich dachte, wenn ich in einer Kneipe bin und da ist eine Frau, die alleine irgendwo steht oder sitzt, dass ich die ansprechen darf. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass das jedes Mal zu Problemen führen würde. Ja, eigentlich jedes Mal tut es das eigentlich auch nicht, das stimmt natürlich. Also da. Bei mir schon, aber vielleicht muss ich wirklich mal gucken, dass ich woanders suche. Hey, vielleicht, wenn ich in der Universität bin, ne? In den Bibliotheken, da sollten ja nicht so viele prügelwütige Männer rumrennen. Vielleicht sollte ich da mal Ausschau halten, wenn ich eh da bin. Wäre vielleicht eine Idee. Insgesamt vielleicht auch einfach, wenn du sagst, du warst sowieso nicht so ganz für in der Stadt, dich vielleicht mal ein bisschen mehr hier umgucken. So. Ich weiß nicht, wie weit du dich hier überhaupt schon mal, was du hier außerhalb von deiner alten Arbeitsstelle und der Kneipe noch alles so mitbekommen hast. Ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ja häufig irgendwie Feste bei Hof waren oder irgendwas und naja, dann hatte ich halt immer zu arbeiten, wenn irgendwie draußen was gewesen wäre. Hast du Empfehlungen, wo ich hingehen könnte? So ganz direkt, wenn du jetzt so fragst, auch nicht so im Kopf. Also ich könnte jetzt auch nur ein, zwei Gasthöfe nennen, die ich ganz gut finde, aber sonst wüsste ich es zugegebenermaßen auch nicht. Ja, vielleicht ist das auch einfach noch nicht der richtige Ort für mich. Ich meine, ehrlich gesagt habe ich ja jetzt hier auch nicht mehr viel zu suchen. Vielleicht sollte ich einfach mal zurückkehren zu meiner Mutter und schauen, ob sich da die Wogen ein bisschen geglättet haben. Aber du hast schon recht, ich sollte vielleicht zumindest bei der Universität mal vorbeischauen, bevor ich mich auf den Weg mache. Ja, es klingt aber so, als hättest du jetzt auch noch gar keinen Plan, was du jetzt genau machen willst. Also da guckst du noch. Wer hat denn an dem Tag, an dem er irgendwo rausgeworfen wird, schon einen Plan? Also nein, ich habe keinen Plan B. Ja, nee, gerade wirklich nicht. Ja, ich kann dir mal von mir erzählen, ich bin ja... Ich war ja Passevant, also Auszubildender von einem Herold. Ich habe dann auf einer Festlichkeit etwas zu viel getrunken, so der Wein war halt sehr lecker und bin dann deswegen gefeuert worden. Weswegen ich halt jetzt diese Sendung hier mache, in der Hoffnung, dass das irgendwann mal Geld einbringt. Oder zumindest vielleicht irgendjemand nehme, der sagt, ja gut, den stelle ich mal wieder ein. Also ich verstehe schon, was du da meinst. Also gerade direkt danach fühlt man sich natürlich sehr vom Pech verfolgt und ist sehr deprimiert und weiß gar nicht, was man jetzt tun soll. Aber wie gesagt, ab und zu läuft einem dann was über den Weg. Also das mit diesen Ohrwurm-Sendungen kam bei mir halt auch recht überraschend. So, da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Okay. Ist das eigentlich so, dass das hören jetzt Leute und dann könnte auch irgendwer dabei sein, der einen Job für mich hat? Hey, wenn ihr einen Job für mich habt, dann... Ja, möglich ist es. Also ich glaube, da gibt es echt diverse Möglichkeiten. Ne? Allein jetzt, was könnte man machen? Beim Metzger das Fleisch frisch halten. Oder ja, beim Fischer oder so. Ja, stimmt. Ich glaube, da geht eine ganze Menge. Und wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, im militärischen Bereich, wenn man denn dahin will. Aber gut, wie gesagt, wenn du zur Universität gehst, die werden die Grenzen deiner Fähigkeiten ja vielleicht auch mit dir austesten, wenn sie da Interesse dran haben. Es ist ja vielleicht auch ein ganz guter Plan. Ich gehe erstmal zur Universität und schaue erstmal, was überhaupt meine Grenzen sind. Und ja, ganz ehrlich, ne, also wenn es jetzt irgendwie darum geht, zum Militär zu gehen. Also ich habe jetzt keine Angst davor oder sowas. Ich kann mir das schon vorstellen. Vielleicht erfahre ich ja auch auf die Art und Weise, wie ich da nützlich sein könnte. Klar, das wäre bestimmt spannend. Und da muss ich mich wahrscheinlich auch nicht zurückhalten. Ja, wenn das, wenn man da einen guten Nutzen dafür, für deine Fähigkeiten findet, dann ist das wahrscheinlich sogar recht ideal. Aber gut, sonst, ne, auch für die Zuhörenden, wenn jemand einen Job hat, einfach bei mir melden, weil wer du bist, weiß dann ja wieder keiner. Ich leite das dann weiter. Ja, ich kann ja einfach in ein paar Tagen, wenn ich bei der Universität war, nochmal vorbeischauen und dann kannst du mir ja sagen, ob irgendwas gekommen ist oder nicht. Genau, das klingt doch nach einem Plan. Okay. Sehr, sehr schön. Gut, jetzt mal unabhängig davon, was du jetzt so beruflich machen willst, hast du so Lebensziele, die du noch erreichen möchtest? Ja, wie gesagt, okay, ich weiß, das ist halt eher so eine Art Wunschtraum mit dieser Rittergeschichte, aber vielleicht, wenn ich beim Militär lande, dann ist das ja sogar sowas Ähnliches oder der Weg dahin, keine Ahnung. Aber also ich würde schon irgendwie gerne was Gutes tun. Also so viel Pech ich immer bei allem irgendwie habe und oder wenn ich mich blöd anstelle oder sonst was, ich mache das schon meistens aus einer guten Absicht und ich sehe mich halt irgendwie auch in Zukunft mal irgendwie darin, dass ich irgendwas Positives für die Gesellschaft tue, auch wenn ich noch ehrlich gesagt nicht wirklich weiß, was. Aber so konkret ist mein Plan noch nicht. Vielleicht kommt ja jetzt was. Ich meine, du hast mir tolle Ideen gegeben. Danke dafür. Klar. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch andere Leute mit Fähigkeiten wie deiner? Hast du mal irgendwie kennengelernt? Vielleicht war das ja irgendwie die Runde gemacht oder so bei manchen Leuten. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wenn, dann hat da keiner mit mir drüber gesprochen. Also ich hatte mal einmal das Gefühl, bei einem externen Besucher, der
scheint wohl irgendwie explizit in meine Nähe geführt worden zu sein. Da kam halt einer von denen, die Bescheid wussten über meine Kräfte, mit und sagte und zeigte so in meine Richtung und dann tuschelten die eine Weile und dann verschwanden die wieder und dann habe ich den auch nie wieder gesehen. Weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie Ahnung davon hatte oder ob die einfach nur so über mich tratschen wollten. Keine Ahnung. Aber nein, ich habe tatsächlich noch niemanden kennengelernt, der sowas Ähnliches kann. Deswegen halte ich das auch eher bedeckt, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass andere Leute das was weiß ich, irgendwer denkt, ich bin irgendwas Fürchterliches oder so. Und dann das wird zumindest zu meinem Pech passen. Dann werde ich noch aus der Stadt gejagt. Du hast schon Angst vor so einem Stigma? Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich habe bis jetzt nur Pech. Ich mache nur Blödsinn mit dieser Kraft, habe ich das Gefühl. Immer wenn ich sie einsetze, egal mit welcher Absicht, geht irgendwas schief. Was sollen denn die anderen Leute dann denken, wenn die immer nur sehen, dass damit nur Unheil geschieht? Also da muss doch jeder denken, dass ich also entweder völlig verrückt bin oder eine totale Gefahr bin. Und das kann ja auch jeder annehmen. Wenn ich selber gar nicht so ganz genau weiß, wie meine Kräfte eigentlich funktionieren, dann klingt das doch einfach nur gefährlich oder sehe ich das zu negativ? Ja, aber hat dich denn schon mal jemand als Gefahr irgendwie bezeichnet oder wahrgenommen so richtig? Also ich glaube jetzt zum Beispiel diese Hofdame, die fand mich schon irgendwie gefährlich im Nachhinein, aber... Ja, aber das ist jetzt ja keine, ne, das ist halt unangenehm, aber Gefahr ist ja nochmal ein anderes Level, ja, glaube ich. Ja, weiß ich auch nicht. Also noch hatte ich die Situation, ja gut, die Jungs sind damals auch einfach weggerannt, nachdem sich der eine an meinem Gesicht den Knochen da gebrochen hat. Und naja gut, er hat halt auch gesehen, dass seine Hand voll mit Eis war, aber ich glaube, die wollten wahrscheinlich in ihrem Suffkorb nicht darüber sprechen, mit anderen, schätze ich zumindest, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute das gefährlich finden, ich selbst sehe ja die Gefahr. Ich meine, um nochmal auf den Brunnen zurückzukommen, an dem Tag habe ich da auch 10 große Goldfische eingefroren, die waren auch nicht mehr zu retten, für die war ich ganz schön gefährlich. Ja, ich verstehe, was du meinst, das ist dann eine schwierige Situation, gerade wenn du sagst, du möchtest ja eigentlich... irgendwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun und da würde sich anbieten, diese Fähigkeit zu nutzen, aber gleichzeitig hast du Angst, dass wenn du sie nutzt, dann irgendwas schief geht. Ja, aber auch einfach, weil ich noch keinen wirklich sinnvollen Weg gefunden habe, sie einzusetzen. Also Getränke zu kühlen ist nett, aber das ist jetzt nicht der gesellschaftliche Ertrag, den ich mir für mein Leben so ausgemalt habe, dass Leute kalte Getränke trinken können, meinetwegen. Da muss mehr gehen, ja. Also ich bin langsam, je länger wir darüber reden, desto mehr bin ich überzeugt von deiner Idee, ich muss zur Universität gehen. Vielleicht ist das wirklich klug. Aber um dann nochmal auf das Getränkekühlen zurückzukommen, mal ganz unabhängig von deiner Fähigkeit, wie hat dir der Job denn gefallen? Mit Leuten zu arbeiten, meinst du jetzt? Oder? Ja. Boah, eigentlich ganz gut. Also ich fand es immer ganz nett. Das klar, so gerade mit den Damen, die ich bedienen durfte, war es natürlich noch ein bisschen netter. Und ja gut, da haben wir natürlich auch mal ein bisschen... geplauscht und so, ne? Du kennst das ja, aber gut, was manchmal die Männer nicht so gut fanden, aber man sagt ja auch immer so schön, Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Die fanden das vielleicht nicht ganz so schlimm. Also an sich macht mir das schon Spaß, mit Leuten zu arbeiten. Ja, aber sonst, ja gut. Ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ja gut, das ist... Ich erzähle es jetzt einfach mal, weil sowieso gerade keiner weiß, wer ich eigentlich bin, aber mit dieser Fähigkeit, mir fällt das gerade noch ein, darüber spreche ich normalerweise nicht. Ich kann halt auch so ein bisschen sowas wie so kleine Skulpturen erstellen. Das habe ich auch mal gemacht bei Hofe, da wollten die so einen Schwan aus Eis haben und ja, dann haben sie mir gesagt, hier hast du einen Riesenblock Eis und sieh zu, dass du das Ding in 3-4 Stunden in Form gehauen hattest. Naja, und ich habe halt 5 Minuten gebraucht und dann die restliche Zeit geschlafen. Aber sowas geht theoretisch auch. Also das macht mir eigentlich ehrlich gesagt viel Spaß, aber auch da sehe ich wieder nicht den gesellschaftlichen Sinn drin, weil meine Skulpturen nochmal schmelzen. Wie genau hilft dir deine Fähigkeit dann? Also einfach, weil du, wenn du dich mal verhauen hast, quasi beim Skulpturen hauen, dass du dann... wieder was einfach wieder anfrieren kannst quasi oder wie genau ist ja, das? Ja, das auch, das könnte ich auch, allerdings habe ich diese Skulptur gar nicht hauen müssen, das war mehr so, wie erkläre ich das jetzt? Ich kann nicht nur Temperatur senken, sondern bis zu einem bestimmten Grad, also bis Wasser anfängt zu frieren, meine ich, bis dahin kann ich das halt auch einfach mit meinen Händen formen. Ich knete das mehr so oder weniger so. Na, kneten ist auch nicht so richtig. Ich fahre mit der Hand drüber und kann dem ganzen Konturen verpassen. So vielleicht. Okay. Also du frierst es nicht nur runter, sondern kannst das Eis quasi nach, ja, Belieben vielleicht nicht, aber zumindest in gewissen Grenzen bearbeiten, verformen, wie du das möchtest. Ja, also ich meine jetzt nicht, dass ich es aufheize, sondern dass ich Kälte wegnehme. Mhm. Macht das Sinn für dich? Also ich mache einfach, dass es nicht mehr ganz so kalt ist und dann kann ich es besser verformen und dann lasse ich es wieder fest werden. Okay.
So ungefähr. Ja. Merkst du eine Art von körperlicher Erschöpfung, wenn du das tust? Also jetzt abgesehen natürlich vom den Arm bewegen oder so, ne? Aber ich meinte jetzt so, ob diese Fähigkeit dich auslaugt. Also wenn ich einen ganzen Tag lang an einem sehr heißen Tag sehr viele Getränke runterkühlen musste, dann bin ich abends schon ganz schön platt. Das kann man schon so sagen. Aber wenn ich jetzt mal zurückgucke vor die Zeit, bevor ich das überhaupt konnte, ist das jetzt auch nicht anstrengender, als einen ganzen Tag auf dem Feld zu arbeiten. Also so kann man das ungefähr sagen. Was ein bisschen anders ist, ist, wenn ich mal kurz die Kontrolle verliere. Also nach dieser Nummer mit dem Brunnen bin ich da schnell verschwunden und 10 Minuten später saß ich auf meinem Zimmer und bin im Sitzen eingeschlafen und habe, glaube ich, fast 12 Stunden am Stück geschlafen. Also ich glaube, je nachdem, wie stark das ist, was ich mache, umso anstrengender ist das auch. Aber so normalerweise ist das kein Problem. Wenn du sagst, du kannst Kälte wegnehmen, wie ist das dann, als du noch diese Fähigkeit hattest, aber noch in Friesen gelebt hast, wo es ja etwas kälter ist, hast du dann bei dir selber vielleicht auch gemerkt, dass du nicht mehr so schnell frierst oder so? Ja, das ist tatsächlich so. Also Sachen, die ich anfasse, wenn die gefroren sind oder kalt, dann fühlt sich das für mich gar nicht kalt an. Also ich nehme Kälte noch wahr und Temperatur und sowas, aber also ich muss mich nicht unbedingt so super dick einpacken, aber ich mach's meistens trotzdem, einfach damit ich so aussehe wie die anderen Leute, dass das nicht so auffällt. Das ist dann aber auch nicht so, als wäre mir deswegen super warm oder sowas, sondern ich fühle mich einfach nur ganz normal, bis es irgendwann draußen so warm wird, dass mir wieder warm wird, wie bei jedem anderen auch. Aber so Kälte habe ich eigentlich nie Probleme, also seitdem überhaupt nicht mehr, aber ich war vorher auch nicht so anfällig dafür, ehrlich gesagt. Und meinst du denn, diese Fähigkeit kam wirklich davon, dass du in diesem Eissturm warst irgendwie, oder meinst du, die war vielleicht schon vorher irgendwie latent da, aber ist da dann irgendwie erst so richtig ausgebrochen? Du meinst, das könnte sein, dass ich deswegen vorher auch schon so wenig Probleme mit Kälte hatte, oder? Ja, also so sowas. Erzählt, das kann man das halt im Kopf, dass das vielleicht schon immer ganz latent irgendwie vorhanden war, aber halt nie ausgebrochen ist, bis du es dann einmal wirklich gebraucht hast, weil du vielleicht sonst gestorben wärst. Also ich sag's mal so, ich selbst als Kind, wenn ich draußen im tiefsten Winter rumgesprungen bin, dann hat mich meine Mutter regelmäßig reingeholt, ich soll mir doch wenigstens eine lange Hose anziehen. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz normal, aber ich kenne auch andere Leute, die mit Kälte echt gut umgehen können. Ja gut, es könnte sein, dass ich da vorher schon irgendwie für affin war, das weiß ich nicht genau, aber also ich habe, bevor ich in diesen Sturm geraten bin, ist noch nie irgendwie was passiert, dass ich was selbst runtergekühlt habe oder irgendwas anderes. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Also ich wüsste nicht, wo es sonst herkommen sollte. Gut, ich kenne meinen Vater nicht, aber was soll der damit zu tun haben, ne? Ja. Wo du gerade von deiner Kindheit erzählt hast, als du noch ein Kind warst, was wolltest du denn dann irgendwann mal werden? Ja gut, diesen Ritterwunsch, den habe ich ehrlich gesagt schon eigentlich fast immer. Ich meine, gut, damals habe ich natürlich immer noch gedacht, also damals war das immer noch ein Wunsch, aber mir war auch schon früh klar, dass das nicht wirklich realistisch ist. Und ich habe ganz lange gedacht, dass ich irgendwann einfach den Hof von meiner Mutter übernehme. So, das war so eigentlich mein Plan. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie seit ich jetzt das Jahr hier verbracht habe, also auch wenn eigentlich alles jetzt am Ende wieder drunter und drüber gegangen ist, so ganz die Stadt verlassen möchte ich eigentlich auch nicht. Also ich kann mir jetzt zumindest nicht mehr vorstellen, mein Leben auf dem Bauernhof zu verbringen. Weil jetzt insgesamt wegen Dornheim oder einfach, weil du dich jetzt so an größere Städte gewöhnt hast? Ja, also Dornheim an sich ist schon eine schöne Stadt, also so wenig ich davon gesehen habe in der Zeit, aber das hat mir immer gut gefallen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich es total gerne habe, wenn lauter Leute um mich sind und wenn ich überall jemand zum Reden habe und auch einfach mal irgendwie neue Gesichter da sind und sowas. Und das ist halt bei uns da auf dem Dorf nicht möglich gewesen. Wir waren da 100 Seelen oder sowas und da kannte jeder absolut jeden. Das ist hier einfach anders und das finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, also, ja, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich älter bin, dass ich dann irgendwann mal wieder zurück möchte, aber ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich noch habe, wie lange es meiner Mutter gut genug geht und vielleicht muss ich früher zurück, als ich das möchte. Was stört dich denn hier am meisten? Also du hast ja gerade gesagt, was du so gut findest, deswegen so als Gegensatz mal. Was mich hier am meisten stört?
Also was, ja doch, das ist vielleicht ein Vorteil, den man auf dem Dorf hat. Da wäre mir sofort bewusst gewesen, zu wem ich laufen muss, nachdem irgendwas schiefgegangen ist. Ne? Also wie jetzt heute, dass ich meinen Job verloren habe. Da wäre das einfach klar gewesen. Und das hätte auch noch nicht mal meine Mutter sein müssen. Ich hätte auch noch 2, 3 andere Leute irgendwie an der Hand gehabt, wo ich gesagt hätte, da gehe ich erstmal hin zu einem Kumpel oder sowas, um mit dem erstmal ein Bierchen zu trinken, um das Ganze zu vergessen oder zumindest erträglicher zu machen oder sowas. Und hier in Dornheim, na, hier sind so viele Leute, dass es manchmal schon fast wieder, dass man schon fast wieder alleine ist. Also so eine, das kommt mir zumindest so vor. Anonymität, weil einfach so viele Leute um einen rum sind, dass man sich um den Einzelnen sowieso nicht mehr kümmern kann. Ja, genau. Ich glaube, die Leute sind hier mehr, sind hier so sehr mit sich selbst oder auf sich selbst fokussiert. Das Stadtleben ist ja auch ganz anders. Also es ist ja notwendig, hier sehr viel an sich zu denken, aber dadurch geht manchmal so der Gedanke an den anderen ein bisschen flöten oder man schiebt dann seine eigenen Probleme als Vorwand vor, warum man sich nicht um jemand anders kümmern kann. Und das kannte ich halt von früher dann doch irgendwie anders. Aber wenn das nicht gerade so ein Tag ist wie heute, dann ist das ja auch kein Problem. Nur heute ist es halt blöd. Deswegen bin ich ja jetzt auch gerade bei einem Wildfremden. Ja, vielleicht auch einmal für die Zuhörenden. Also wir haben uns halt hier vorhin getroffen und ich sage mal, man hat ja jetzt angesehen, dass du gerade nicht so ganz gut drauf bist und du meintest, du bräuchtest halt auch mal einen Platz zum Pennen, weil du mit deiner Arbeitsstelle halt auch deinen Schlafplatz verloren hast. Und da habe ich gesagt, machen wir einfach mal ein kleines Gespräch und dann kannst du hier schlafen. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also ich habe ja nicht nur meine Arbeitsstelle verloren, sondern auch mein letztes Gehalt und davor, von dem davor war nichts mehr übrig. Also das wurde mir nicht mehr ausgezahlt. Mhm. Wie soll ich jetzt auch danach fragen? Ja, also danke auf jeden Fall, dass ich hier übernachten darf. Ja, das ist für mich kein Ding. Hauptsache ich habe wieder einen Gesprächspartner, um so ein paar Ohrwürmer zu füllen. Ich überlege gerade, was wir noch nicht besprochen haben. Ja, als allgemein mal als Schankwirt am Hof, hast du da mal speziellere Kunden, sag ich mal, gehabt oder warst du jetzt, weil du meintest, du bist sowieso oft eher im Hintergrund gewesen, um die Getränke kalt zu machen, dass du gar nicht so viel Kontakt zu den Leuten hattest? Also ich hatte einmal einen wirklich, also ich würde sagen speziellen, ja, aber wie beschreibe ich das? Also da war auf jeden Fall jemand aus dem Süden zu Besuch und die hatten auch irgendwie ganz andere Kleidung an, die war viel, viel bunter und viel voller, so viel mehr Stofflagen übereinander, obwohl es eigentlich ein warmer Tag war. Und die sahen auch alle so ein bisschen, ich weiß nicht, gebräunter aus, kann man das so sagen? Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das ein Händler war oder was auch immer. Also es wurde so ein kleines Zelt irgendwie auch aufgebaut auf der Wiese, wo der sich die meiste Zeit drin aufgehalten hat und der hatte so Wasserpfeifen und so ein Zeug und der war wohl besonders angetan von den kalten Getränken und der hat dann plötzlich alle möglichen Sachen, die der dabei hatte, irgendwie auf seinem Karren vorbeibringen lassen, dass die extrem runtergekühlt werden sollten, alle möglichen Schnäpse und sonst was, die er dann alle unbedingt so kalt wie möglich ausprobieren wollte und dann wurde immer wieder gesagt, kannst du das noch kälter machen und noch kälter machen und noch kälter machen und irgendwann hatte ich das Gefühl, das Zeug müsste eigentlich schon steinhart sein, war es aber nicht, weil da anscheinend so viel Alkohol drin war und der war hinterher so betrunken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, aber so, ich weiß nicht, an was für spezielle Kunden denkst du denn, irgendjemand, also es wussten ja nicht so viele, ne? Ja, ich bin doch jetzt gar nicht unbedingt auf deine Fähigkeit bezogen, sondern so am Hof, da hast du ja vielleicht mal so ein paar Exzentriker oder so, die sich einfach komisch verhalten oder komische Wünsche haben, komische Sachen trinken, keine Ahnung. Ja gut, okay, die gibt's auf jeden Fall. Also es gab auch einmal einen Kerl, der wollte immer, dass ich die, der wollte seine Getränke gerne sozusagen als Schnee trinken. Dem musste ich alle möglichen Getränke irgendwie immer wieder kristallisieren, dann zerstoßen, dass das Ganze so eine ganz pulvrige Struktur hatte und dann hat er das gelöffelt. Okay. Das fand er wohl irgendwie besonders toll und das fand er so toll, dass er praktisch eine ganze Woche lang den Hof nicht mehr verlassen hat und allen Leuten von diesen tollen Getränken erzählt hat. Also das war eine ziemlich anstrengende Woche für mich auf jeden Fall, aber dann ist er zum Glück irgendwann gegangen und dann haben die Leute nicht mehr darüber nachgedacht, wahrscheinlich weil sie dachten, dass er irgendwas mit diesen pulverigen Schneepulvergetränken zu tun hatte. Und der Typ, der war also fürchterlich arrogant und tat die ganze Zeit so, als wäre das seine Leistung, die Getränke zu Schnee zu machen. Ja, weil er auf die Idee gekommen ist wahrscheinlich, ne? Ja, also er hat sich total damit gebrüstet, obwohl das ja mein Verdienst war, aber das konnte ich ja jetzt auch nicht erzählen. Aber naja. Ja. Aber sonst, ja, wie Leute halt am Hofe sind, ne? Das ist oft so, glaube ich, wie man sich das vorstellt. Ja, das heißt was? Also ich habe einen Freund von mir, der ist jetzt nicht ganz so gut auf den Adel zu sprechen. Ja, also die meisten von denen halten sich
schon für was Besseres, ne? So kann man das schon sagen. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie sagen, die Probleme der kleinen Leute gehen uns nichts an, aber die Probleme des einzelnen kleinen Mannes, die interessieren die meisten dann doch eher weniger, ne? Also da muss schon immer gleich ein ganzer Landstrich am Aushungern sein, bevor die sagen, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir deren Kornspeicher mal einmal füllen, dass die über die nächsten Monate rüberkommen und sowas. Und das ist halt irgendwie eine Denkweise, die konnte ich mir gar nicht vorstellen. So habe ich das damals ja gar nicht kennengelernt, weil da jeder jedem geholfen hat, aber es passt auch irgendwie zur Stadt. Es ist irgendwie so, die Differenz zwischen dem Bauerndorf und der Stadt ist die gleiche Differenz zwischen den Stadtbewohnern und dem Adel, würde ich sagen. So weit liegen diese Welten immer auseinander. Okay, das ist ja ein sehr drastischer Vergleich, würde ich jetzt mal. Ja, gut, ich meine, vielleicht müssen die auch einfach weiter blicken. Ne? Die haben ja viel mehr Verantwortung über viel mehr Leute. Dann ist man vielleicht auch einfach so, aber es ist oft sehr unpersönlich gewesen. Also ich glaube auch, dass selbst von der Handvoll Leute, die überhaupt meine Fähigkeiten kannten, nicht mal alle meinen Namen kannten. Mhm. Würdest du denn sagen, dass die Adligen im Großen und Ganzen ihrer Verantwortung auch gerecht werden? Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es anders wäre. Also ich denke mal, dass die wirklich wichtigen Dinge hinter verschlossenen Türen besprochen wurden und da war ich in der Regel ja nicht dabei. Also wenn, dann habe ich ja höchstens in der Küche gearbeitet und dann wurden die Sachen von irgendwelchen Leuten, die denen vertrauter waren, da reingebracht, wenn es wirklich wichtig war, was ich ja auch voll nachvollziehen kann. Bei den unwichtigen Sachen, ja gut, da habe ich ab und zu mal Sachen mitgehört, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die meisten, wenn sie Verantwortung tatsächlich haben und nicht einfach nur von Beruf Sohn oder Tochter waren, mit dieser Verantwortung auch umgehen konnten. Nur manche haben das, naja, sagen wir mal, bevölkerungswohlwollender gemacht und andere mehr so auf das eigene Interesse hinaus blickend. Aber so, vom Beruf Kind gibt es auch einige, meinst du? Oh ja, das sind die anstrengendsten. Die haben immer so viele Extrawünsche. Also wie viele Getränke immer wieder zurückgegeben werden, weil das nicht ganz genauso geschmeckt hat wie das Mal davor oder sowas. Und dann wollen die Getränke, die aus 4 oder 5 verschiedenen Säften gemixt sind. Und so ein Zeug, das kam dann eher von diesen Leuten. Ne? Die anderen Leute, die wirklich Verantwortung hatten, waren meistens etwas pragmatischer, kann man sagen, glaube ich. Hast du auch mal gehört, wie sich der Adel so über das Parlament unterhalten hat? Beziehungsweise vielleicht waren ja auch einige Parlamentarier da. Wieso der Stand von, ich sag mal, unserem demokratischen Unterbau hier in den Vereinigten Grenzreichen bei den Adligen ist? Also, da muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich habe so wenig Ahnung von Politik und solchen Dingen. Selbst wenn die darüber gesprochen hätten, da hätte ich es, glaube ich, nicht verstanden, fürchte ich. Okay. Also mit Sicherheit waren Parlamentarier da und also es gab solche Gespräche, von denen ich annehme, dass die sowas inhaltlich waren, aber da kann ich dir gar nichts drüber sagen, weil ich verstehe es zu wenig und ich glaube, da interessiere ich mich auch nicht genug für. Okay, ich glaube, dann machen wir hier mal so ein kleines Resümee. Also du hattest im Grunde Probleme, also du hast im Grunde deine Probleme mit dieser Eisfähigkeit und jetzt dein Plan wäre also, dass du jetzt die Tage vielleicht einfach mal bei der Universität vorbeischaust und guckst, ob das da irgendwen interessiert. Ja. Und dann schaust du mal, was du mit deinem Leben weiter anstellen kannst. Und wenn noch irgendwer einen Job für dich hat, soll er sich einfach bei mir melden und ich leite das dann weiter. Oh, das wäre großartig. Auf jeden Fall, Dankeschön. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen, über das du reden möchtest? Nö, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, aber wenn irgendwer noch Fragen hat und der sowieso mit dir sprechen will, dann kann er die ja stellen. Vielleicht begegnen wir uns ja nochmal und dann erzähle ich einfach mal, was mir wieder so passiert ist in der Zeit. Ja, das klingt doch gut. Okay, dann würde ich sagen, das war eine weitere Folge von Wer labert hat noch Puls mit Richard Groß und André Sturmbrecher. Danke und tschüss. Tschüss. Danke an Dustin für das Schreiben und Sprechen dieser Figur. Dustin macht auch Videos zu Rollenspielthemen, also wenn ihr da mal reinschauen wollt, gibt es auch den Link zu seiner Facebook-Page in den Shownotes. Wenn ihr das Projekt hier unterstützen möchtet, gebt dem Podcast 5 Sterne bei iTunes oder bei einer anderen Plattform, folgt der Falldreher bei Twitter, Instagram oder Facebook oder schreibt mir Feedback an afaldreher@rap.de. Wenn ihr in der Nähe von Köln oder Münster wohnt oder ein gutes Mikrofon zu Hause habt, könnt ihr auch gerne mal eine Folge mitmachen. Ich suche noch dringend Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Ciao.